Ja, wir sind schon live. Hallo, Hallo. Glaube ich. Ja, das funktioniert super. Auf Twitch läuft es rund. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Okay, lass uns wieder weg. Außer du willst das umbringen. Nee, ich möchte nur meine Sachen. Oh. Soll ich sonst ran? Heiß, bringt auch nichts. Alles ist gut, Leute. Aber ja. So. Hallo. 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 Hey. Ecki, ich hab deinen Knüppel. Ja? Hast du ihn gefunden? Mhm. Ja. Ich muss jetzt hier erstmal nur gucken, dass ich jetzt hier alles ankriege und mache und walte und so. Walte deines Anmachamtes? Nee. Ja, dann. Ne? Kann und will ich nicht helfen. Was besser als gar keinen Stream? YouTube ist eh ein Arschloch. Wer sagt das? Also die Leute im YouTube-Chat gehen schon mal ab, würde ich sagen. Also die haben echt Spaß. Aber ich find's gut. Hallöchen, Becky. Hallo. Und hallo, Sassi. Und alle. Und Obi. Und hallo, Ezra. Obi. Und Horslov. Und sowieso alle. Und hallo. Hallo. Es ist wieder super gelaufen. Und Equi probiert einfach alles. Ja. Ah. Okay, ich muss jetzt hier erst noch ein bisschen walten. Alter, fick dich. Ansonsten kommen wir hier nicht klar. Hallo? Was war das denn gerade? Was habe ich? Ob du einen großen Raben willst. Was, einen großen Button? Ich habe Button. Raben. Ein Button. Was will ich denn mit den Raben? Liegen. Weiß ich nicht, ich habe doch meinen Greif. Endlich wieder ein Stream auf der richtigen Plattform. Wie sagt. Jetzt? Auf YouTube? Du hast vollkommen recht, Obi. Es ist für mich einfach einfacher. Und es wird vermutlich auch immer einfacher bleiben. Okay. Jetzt muss ich erst mal gucken. Bisschen Musik wäre nicht schlecht, ne? Die Frage ist, warum updatet ihr dieses schreckliche Ark-Spiel schon wieder? Ja. Das geht ja mal gar nicht. Ich hoffe, das ist nur ein kleines Update. Ja. Ja, 465 GB sind nicht gerade klein. Okay, soll ich mal zurückrennen und, weiß nicht, noch ein Ding holen? Wo zurückrennen? Oh je, Leute, jetzt fängt der Stream wieder kurzzeitig an zu laggen, weil der Papa jetzt leider noch was runterladen muss. Zur Basis. Komm her. Oh. Hab. Bist du drauf? Ja. Yeah. Guck mal, es hat pinke Flügel. Oh. Meintest du denn so was einen ist das Vogel? Denn? Das ist ein Vogel. Nee, das ist was gerade angegriffen hat. Egal, weiter. Da hat nichts angegriffen. Nee, uns nicht, aber den Vogel. Oh. So, der Strand ist halt auch schön, ne? Es gibt so viele schöne Strände. Ja. Oh, oh, oh. Okay, was? Soll ich fliegen? Ich bin besoffen. Weißt du, und du sagst, du hast Angst. Guck, das ist auch eine. Guck mal, das ist auch was schön, für ne? Seetest. Das sind was voll viele. Da müssen wir mal gucken wegen. Otters. Richtig. Ich aber bin drin. Da ist er. Oh, Vorsicht, da sind die Piranhas! Oh nein! Oh nein, das sind zwei! Nein! Nein! Ich hoffe wenigstens, der Ton wird problemlos übertragen. Oh. Du bist aber auch. Oh. Was denn? Was denn? Ich hab geguckt wegen Otters. Waren da Otters? Hast du Piranhas gesehen? Hast du Otters ich hab gesehen? Piranhas oh. gesehen. Ja, yeah, Piranha. Aber seht ihr, es muss da eh nur so ein Loch-Nest-Ding reinmachen und dann, ne? Was macht ihr denn? Bimmi. Otter. Ich hoffe, bei uns irgendwo. Nein, was denn? Nein. Piranha. Raus aus dem Wasser. Alter, Caro. Das ist ein Fisch. Auch Wie gehauen? Piranha? Hab gepupst. Hab ich gemerkt. Das hat geblubbelt. Oh, guck mal, Ecke, wie schön, da schwimmst du noch nicht mal. Okay, da hier schwimmst du. Ah, hier, da ist ein Piranha. Das musst du ihm zeigen, dann ist er glücklich. Ja. Sehtest. Sehtest.
Ja, das. Ja, jetzt komm. Das ist blöd, dass nicht automatisch runterkommen. Ja. Aufsteigen, Madame. Ja. Yeah. So. Merk es dir. Ich hab's mir gemerkt. CX. Ah, hier. Okay. Ah. Oh, Biberdamm. Alter, nervt mich das gerade, ne? Ja. Jetzt kommt Ark noch mit einem 465 MB Update. Ich fass es nicht. Also wenn, dann richtig. Wenn, dann... Morgen geht's schon wieder nach Hause. War das so ein braun-weißer Biber, den ihr gestern immer gesucht habt? Nö, allgemein Biber. Ich meine, ja, ihr habt ja zwei Stück, achso. Mir ist es eigentlich recht wurscht, ehrlich gesagt. Aber der ist die ganze Zeit irgendwo da hinten rumgegangen, statt im Wasser. Oh, wieder ja, dann beim nächsten Mal einfach mitnehmen. So, jetzt könnten wir ins Spiel rein, endlich mal. Oh, du liegst. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Wahrscheinlich kommen wir jetzt erstmal 10 Minuten nicht ins Spiel rein, warum auch immer, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Aber es freut mich auf jeden Fall schon mal, dass jeder hier da ist. Und die Leute, die da sind, die können auch gerne da bleiben. Ich hoffe, Sassi ist so toll und achtet noch auf den Chat, dass sie eventuell Leute auf Twitch rüberschicken kann, falls diese denn zu doof sind, um das selbst zu checken. Ja. Aber eigentlich sollten wir das schon irgendwie hinkriegen hier. Ja. Ich warte auf dich. So. Ich im bin Spiel raus, bin ich schon mal. Ah, Ecki. Ja. Ja. Das Internet bei Sehtest ist immer so ein bisschen. Nee. Sehtest. Oh, du bist. Ecki, du bist gestorben. Nein. Ach, manchmal nervt mich dieses Mikrofon ultra, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte gern so ein Mikrofon, was man frontal vor sich stellen kann, aber ich hätte so gern so vieles. Deswegen ist das immer so eine Sache. Aber okay. Ich glaube, ich bin auf dem Weg. Ja. Kann ich gleich mal gucken, wo du bist. Weißt du was? Ich stell das jetzt mal so hier. Sieht zwar mega bescheuert und affig aus. Mhm. Aber es ist wenigstens aus dem Weg in dieser Haltung und Position und überhaupt, glaube ich. Aber es lockert sich auch schon wieder krass. Das ist ja echt witzig. Ecki, nicht Vera, sondern Vera mit F. Ich hab Vera. Vera in wen? Das F. Ist mit Vera. Nicht auch du. Deswegen bin ich rausgeflogen. Arkschwalbe Evolut wird gestartet, wird aktualisiert. Geil. Einfach mal William looten. Nein, nicht mich looten. Oh, du hast ja Blütchen drin. Es könnte ja eventuell sein, dass ihr alle gleich rausfliegt. Ich habe immer Loot dabei. Warum das denn? Ja, wegen dem Update, was du sagtest, die 465 Megabyte. Vielen Dank, Benny, für deinen Follow. Und herzlich willkommen bei den Kartoffeln. Wenn dann richtig. Und auch herzlich willkommen, Lena Lara. Bei den Kartoffeln. Es ist schön, weil ich habe gerade das Update runtergeladen. Das heißt, für mich sollte das da keine Probleme geben. Also wenn es ja, da jetzt auch nochmal Probleme gibt, dann raste ich vollkommen aus. Ja, raste dann. Caro ist ja da. Ja, Caro ist ja da, aber nicht da, da. Da, da, da. Und wie immer lädt der Server auch nur minimal lange. Mhm. Ist das bei euch auch so, dass ihr immer so 5 Minuten braucht, um da reinzukommen? Ja. Ja, toll. Das ist ja super. Ja, es geht, Sassi. Es geht. Also Sassi. Es geht ab. Es hält uns am Boden. Astronaut. Yeah. So, Caro.
Wie läuft das eigentlich mit deinem Beet da? Gut, komm. Dass ich dir gestern noch dahingestellt habe. Guck mal. Ja, ich bin noch gar nicht da. Aber du stehst schon da. Ja, jetzt sehe ich du vielleicht gleich was. Moin, herzlich willkommen bei den Nordsee-Nerds. Hallo. Hallo, komm. Guck dich mal an, Leute. Das habe ich gestern noch von Setas geschenkt bekommen, beziehungsweise das Ei dazu. Meins ist cool. Und ich habe es sogar schon... Hast du auch eins? Ja, guck mal. Guck mal. Vera entwehen. Lass mein Vieh. Oh, er nimmt mein Vieh. Du kannst dein eigenes haben. Bring's mir zurück. Was ist das denn für ein Vieh? Ein Rabenvieh. Ich hab noch was. Sieht eher aus wie ein Täubchen. Guck mal. Guck mal. Jolly Jumper. Guck mal. Ja, schön. Wunderbar. Ja, nee. Wunderbar. Finde ich auch. Das hat einen Sandblick, guck mal. Eher so ein Schweinchenblick. Oh, hä, wo ist es hin? Ach. Ja, es hat so ein bisschen den Sam-Blick. Ja. Haben wir mittlerweile auch einen Otter? Nein. Bist du so ein Vogel auch? Wir haben noch keinen Otter gefunden. Ich habe einen Greif. Langweilig. Und einen Drachen. Ich baue jetzt unser Haus, ne? Okay. Guckt mal, Leute, was ich hab. Damit legt man einfach alles in Schutt und Asche. Ich finde das Vieh mega cool. Wer hat denn eigentlich wieder Klum hier rüber geholt? Oder hat sie sich von selbst entschieden, wieder mal rüber zu kommen auf die andere Seite? Und sie gedacht, ja, ich komm mal. Ja. Ja, sollte sie ja auch mal wieder, sonst kriegt sie ja die ganze Zeit nichts zu fressen, ne? William, hier oben Haus. Auf dem großen Ding, Absprungfelsding. Ja, ey, mal. Du kannst da, wo ich mein Drachen ausgebrütet habe, sollen wir nicht da drauf bauen? Das sähe, glaube ich, cool aus. Also ich hier. Eins drüber bauen. Ja, aber eins drüber könnte man dann später noch ein Tier hinstellen, weißt du, so eins, was über uns wacht und so. Du kannst aber auch sehr gerne da oben bauen. Da lasse ich dir einfach mal freie Fahrt. Weil dann müsste ich nämlich das hier abreißen, wo du gebrütet hast. Wo ist eigentlich die Hütte hin, die hier stand? Habe ich abgerissen. Ah, okay. Ich muss mich hier gerade erstmal noch so ein bisschen zurechtfinden. Was könnte man denn mal noch Tolles bauen? Hast du mittlerweile mal dein Beet zum Laufen gebracht? Ich habe es eh schon mal gefüllt gehabt, aber irgendwie ist nichts gewuchert. Doch, da ist was gewuchert. Da brauchst du den habt ihr, Caro. Dung. Hab ich reingeschmissen. Dung. Hast du nur die Kacke oder den Dung getan? Also, weiß nicht. Also wir haben Wasser drin, 600 von 600, keine Dünger und keine Pflanzen. Okay, dann nehme ich euch, wenn ich denn online bin, nochmal Dünger mit. Und dann geht das. Es muss immer kann man da nicht auch noch irgend... Moin, Joska. Na, alles klar bei dir. Die Frage ist, kann man sich hier nicht irgendwie so eine automatische Wasserleitung bauen? Yes, kann man. Ja, ne? Kann man die mittlerweile auch unterirdisch bauen irgendwie? Nein. Oh, toll. Also immer noch so kacke wie vorher. Da hinten ist ein feindlicher Dino, der erste feindliche Dino, den wir jemals hier hatten, glaube ich. Was? Oh, feindlicher Dino. Was bist du denn? Oder ist das mein Dino? Das ist ein Schnappi. Hat das eine grüne Schrift? Nee, ist ein männlicher Pachi. Patchy, Pachi. Oh, die sind aber friedlich. Ja, die sind friedlich. Caro, soll ich den niederknüppeln? Nein. Guck mal, Zuckerstange. Nein. Oh, guck, Janis. Zuckerstange. Ich hab ihm die Zuckerstange geschenkt. Ich hab da gestern auch Hast du es nur wirklich gehört? So, das heißt, was frisst er denn gerne? Weiß das zufälligerweise jemand? Wer denn? Ich leg einfach mal. Ja, der Pachi, Patchy, Pachi, Bums. Patchy, was willst du denn? Ich glaub, das ist ein Fleischi. Sind schon so viele Viecher. Ja, ist doch gut. Ich klaue jetzt Jana einfach mal aus dem Wolf das Fleisch. Wird echt überfüllt. Ja, wir brauchen ganz viele Viecher. Ja. Ja, und die stellen wir dann um unsere Base rum. Mhm. Kein Ding, Jana, sehr gerne. Hey, ich brauche eine eigene Base. Gar nicht. Wir müssen uns nur mal dran machen, die Viecher so ein bisschen zu verteilen. Beziehungsweise mal alle auf das Dingens drauf zu legen.
Gerade die, die eigentlich drin liebt, sagt aber, wir haben zu viele. Mhm. Ne, Caro. Wir haben echt zu viele. Ich habe auch zu viele, aber und ich behalte trotzdem. Und Jennys Ganze haben wir auch noch. Boah, wow, okay, wir müssen dann wieder nach Hause. Okay, ja, ich töte es ja gleich, schon, ist okay. Wenn ich dann irgendwann mal wieder da bin. Aber hab's guck, getötet. Ich habe ja Janas Tiere hab ich bei mir auch noch zwischen. Oh, warte mal, jetzt habe ich ja quasi Janas Zeug erschnort. Das nehme ich mir jetzt erstmal. Okay. Morgen kommt das zweite GC-Video. Du hast vollkommen recht. Ja. Bin dann auf der Fahrt nach Hause. Kann man ja aber dann noch nachschauen. Jawohl. Kommt demnächst auch nochmal auf YouTube dann. In 30-minütigen Parts. So wie das sein muss. Ark. Was war das denn? Ich glaube, Ark kostet jetzt 60 Euro, ne? Ja. Ist das euer Server oder ein Multiplayer? Soweit ich weiß, ist das unser Server, ne? Beziehungsweise der Server von Eki und so. Ja, das ist unser von der Server. Crew. Yeah. Jo. Jo. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass wieder 60 Euro kostet das. Ja, mittlerweile glaube ich schon. Ja. Ich bin echt froh, dass ich das. Susus 741, dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen bei den Kartoffeln. Du kannst weiterreden. Im Summer Sale gekauft habe für 20. Oh, beziehungsweise für 10. Caro, ja, ich stell mal hier vorne an die Klippe, wo man sowieso schlecht hin und weg kommt. Stell ich mal unsere ganzen Fliegeviecher, ja? Ja, dann mache ich gerade Podeste für. Okay, ja. Und dann stelle ich hier mal überall noch so ein paar andere Viecher hin. Es dauert noch 7 Minuten. Was? Ja. Seht, das lutscht gerade das ganze Internet leer. Er lutscht. Ja, ja. Seht, das lutscht. Gott, mit meinem Känguru. Okay, unser Mantis da, der muss dann scheinbar hier stehen bleiben. Für den haben wir nämlich nichts. Dann bringe ich mal noch unser Annettchen da hoch. So, nicht zu vergessen, dann auch noch schön den Drachen. Früher hat es 20 gekostet, ist echt so. Mm. Also Ark hat, was das angeht, halt, weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dafür 60 Euro auszugeben. Ich finde, es lohnt sich, dafür 20 Euro auszugeben, aber das Gleiche kann man natürlich auch zu COD sagen. Lohnt es sich, 60 Euro für COD auszugeben? Mm. Aber ich sag mal so, solange die breite Masse das ganze Zeug kauft, wird niemand jemals auf die Idee kommen, bei denen zu sagen, nee, wir verkaufen es nicht für 60 Euro oder vielleicht sogar für mehr Geld. Naslikan. Naslikan Kupuz. Kupus. Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen bei den Kartoffeln. Oh. Okay. Aber erstmal müsste halt jemand auf die Idee kommen. Oh, sehr schön, Caro. Brauch mehr Stroh. Hast du Stroh? Ja, bestimmt. Warte mal. Hast du Brot? Hast du ich habe hier 5 Stroh. Aber wir hatten auch gestern noch wahnsinnig viel. Ich hatte das hier überall mal verstreut gehabt. Hast du das alles verbraucht? Nee, doch. Wow. Okay, nee, dann haben wir scheinbar keins mehr. Oder vielleicht hier im Schrank? Hier. Nee. Okay, alles klar. Nee, ich sehe das nichts mehr. Jetzt brauchst du ich dachte gerade, das Internet wäre abgeschmiert. Gerade. Okay. Was? Mhm. Okay. Halte noch was da. Wollte ich denn jetzt bauen? Ich wollte doch noch so ein paar tolle Sachen bauen. Nur irgendwie komme ich jetzt nicht mehr auf die Idee, da irgendwas zu bauen. Mhm. Weil mir jetzt die ganzen Ideen flöten gegangen sind. Danke, Ecki. So, Ecki. Bitte. Toll. Okay. Achso, Metallbarren wollte ich auch mal noch sammeln gehen, weil daraus können wir uns ja. Gesundheit! Daraus können wir uns ja dann irgendwann mal noch nützliche Sachen erstellen. Yeah. Außerdem habe ich gerade gesehen, dass der Illu da ist. Guten Tag, Illu. Schön, dass du zuguckst. Wo ist denn unser Teleporter, Caro? Hast du da irgendeine Ahnung von? Der ist auf der einen Empore auf einmal. Ja, seit gestern ist der da. Ich weiß, dass der, aber ich wusste nicht, dass der dort geblieben ist. Jana ist schon wieder hinter mir. Oh, ach, Jana, guck mal, da ist er ja. Jana hat mir 2 Schränke gegeben. Stalked. Jetzt nehme ich ihren Hund weg. Was hat sie dir gegeben?
Zwei Schränke. Oh, okay. Ich muss niesen. Gesundheit. Oh ja, danke. Also ich sag nur eins, wenn mir hier gleich so ein Golem entgegenlächelt, dann renne ich aber ganz schnell. Ich weiß doch nicht, ob das hier die Gefilde sind unbedingt für so einen tollen Golem. Hm. Aber ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Noch 2 Minuten. Wir da. Und auch Hallöchen an alle Leute, die jetzt neu zugeschaltet haben. Hallöchen, guten Abend. Klasse. Klasse. Klasse, klasse. Jana schreibt, die Schränke hatte ich über. Hm. Oh. Also Caro, ich glaube, du kannst dich geehrt fühlen. Oder nicht? Nee, vergiss es. Eine Ehrung für Caro. Ja, doch, schon eine Ehrung für dich, aber nicht dafür, dass Jana hier die Sachen gegeben hat. Kann man euch helfen? Ja, Jana, du kannst uns auf jeden Fall helfen, indem du uns einfach alles gibst, was du hast. Farm für uns gerne. Ja, Metall und sowas können wir gerade eigentlich sehr viel gebrauchen, weil ich jetzt gerade auf dem Weg bin, so ein paar Sachen zu farmen, die, so ein paar Sachen zu bauen, die unter anderem auch sehr viel Metall benötigen. Und natürlich auch irgendwelche Kristallgedöns und so, Öl könnten wir gebrauchen. Zum Glück sind die Servereinstellungen so angenehm eingestellt. Jo. Weil sonst hätten wir schon innerhalb von, ich sag mal, einer halben Stunde kein Fleisch mehr und was weiß ich. Kein Fleisch mehr, wir wären verdurstet, wir wären verhungert, uns wäre zu kalt oder zu warm. Und die Tiere wären auch schon tot. Ja, ist echt so. Also ganz am Anfang habe ich das ja mal mitgespielt, wo es wirklich auf den Standardeinstellungen war und das war echt der Horror. Da warst du echt immer total nervös, wenn es losging. Was, wie hat Zetas denn unseren Teleporter genannt? Schnuffelloch? Ja. Rocky und Karos Schnuffelloch. Loch. Ja, Ecki, dass du natürlich wieder direkt vollkommen schön um dich sabbern musst, ist klar. Oh. Oh, Ecki, nein. Oh, ich habe voll viele Metalle. Krasser Schüssel, ich bin voll der krasse Dude. 7 Sekunden. 4, 3. Okay, 1. Den brauche ich erstmal. Zement. Zement haben wir. Zündpulver. Wo kriegen wir denn Zündpulver her? Im Mörser. Wenn du Mörser fertig hast mit... Oh, was war das noch? Ich glaube... Zement und Stein? Irgendwie so. Caro! Ja? Okay, muss ich gleich mal gucken. Freitag ist das soweit. Ich bin schon voll neugierig und nervös und oh. Moment, du hast mir eben über 200 Fleisch geklaut. Was heißt denn hier nach 30 Minuten kein Fleisch mehr? Ja, Jana, es war knapp. Das Fleisch ist knapp. Und du darfst dir jetzt neues Farm geben. Ist doch schön, oder? Gefällt ihr sicher. Ja, kannst du so ein ganz kleines bisschen auf das GC-Video von morgen spoilern? Ja. Ich kann dir sagen, dass es toll wird. Mehr sage ich dir leider nicht. Ist es länger als das Zoo-Video? Kiko Milo, danke schön für deinen Follow und herzlich willkommen bei den Kartoffeln. Was? Ja. Woher weißt du denn das? Und Susuz 741 ebenfalls. Herzlich willkommen bei den Kartoffeln. Ja, ich musste auch gerade Leute begrüßen, die uns quasi gefollowt sind. Oh. Aber dafür mute ich mich immer, weil ich euch nicht stören möchte bei eurem lieblichen Gespräch. Beide gleichzeitig. Toll. Obwohl ich schon so bei dem ersten Video auch schon so ein bisschen Fernweh hatte, dass ich so, oh, Zeit bitte einmal zurückdrehen, nochmal, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt morgen schlimmer wird. Weil halt morgen, okay, klar, sind wir da alle irgendwie drin zu sehen, aber ich denke nicht, dass es jetzt so ultra schlimm wird. Nein. Also beim Schneiden dachte ich mir halt schon so,
Och, jetzt nochmal, weißt du? Nochmal, ja. Es war echt eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. War echt toll. Außer, dass Caro nicht mitgesungen hat. Na. Das üben wir nochmal. Sie hat aber mitgewippt die ganze Zeit. Ja, echt so. Das war so knuffig. Sogar Luke. Kiko Melo, dankeschön für dein Follow. Und auch an dich, Larissa 2005, Scholz 2005. Herzlich willkommen bei den Kartoffeln. An euch auch nochmal. Nee, es war echt, echt schön. Wir freuen uns eigentlich schon aufs nächste. Ja, vielleicht schaffen wir ja dazwischen nochmal was zu machen. Aber weißt du, was wir nicht gemacht haben, Ecki? Wofür wir einfach zu wenig Zeit hatten? Mett essen. Ja, ne, das auch. Aber unsere Challenge, die wir machen wollten, weißt du, mit dem Wasser gegenübersetzen und wer den anderen zuerst anspuckt und so. Stimmt. Wir wollten noch so ein paar Challenges machen. Ja, stimmt, das wollten wir ja. Oh nein. Oh, das wäre so gut gewesen, vor allem am ersten Abend. Bei den ganzen Bier und so. Bei den, was? Milch. Bei der ganzen Milch, die wir getrunken haben. Da hatten wir richtig gute Laune. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Dann geht's los. Dann ja, aber sicher doch. Warum? Es geht doch darum, wer als letztes das... Ach, egal. Ecki versteht das, glaube ich, nicht so ganz. Nee, aber ich glaube, du möchtest auch nicht vor mir sitzen. Ich glaube, ich musste Sehtest machen. Weil bei mir, ich glaube, da kommt die ganze Zeit das Wasser raus. Habe ich etwa so ein witziges Gesicht? Ja. Die macht sicher wieder deine Stimme aus. Ja, sie. Das erste, was Ecki halt so gesagt hat, so, er hört sich so anders an. Genau mit diesem Ton. Hab ich ein bisschen ausgedacht, ja. Das war schlimm für mich. Als erstes hat sie mich geknuddelt. Ja. Ja, und dann hab ich Sehtest Habt ihr gesehen, wie ich auf Sehtest zugestimmt bin? Ja. Und ganz zum Schluss konnte ich nicht so muddeln, weil sonst wären die Tränchen geflossen. Oh. Ach, Quatsch. Doch, so ein bisschen schon. Eine. Ein einziges. Habt ihr aber nicht gesehen. Bei Caro und mir auch nicht, nee. No. Aber Caro war danach noch kurz auf der Toilette. Habe ich gesehen. Ja. Ihr müsst ja auf den Zug warten. Oh. Huch. Und ja, war ich auch bald. Jana, geh weg. Ich habe von Sehtest sogar erfahren gehabt, dass das Rocky und er immer schön Smalltalk gehalten hatten beim Duschen. Was? Ja, haben wir echt. Das war voll entspannt und so. Wir auch hier. Aber ich glaube, die haben sogar... kurz dein Vieh, ne? Ja. Du bist gestorben. Ich bin gestorben? Ach ja, ich bin gestorben. Ja. Scheinbar schon. Ich weiß nicht von was, aber... Piranha. Oh, definitiv, immer Piranha, wenn es sonst nichts ist. So, ja. Okay. Wir mögen mein Fleisch. Ich bin gleich da. Wie kann ich denn hier in den Chat schreiben? Auf Enter. Und da kannst du schreiben. Danke. Bitte. Okay, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ja, stimmt. Warte mal, ich wollte... Ecki! Ja, was denn? Ist so... Ja, lass das bitte mit dem Nackigsein. Das mit dem Nackigsein will niemand. Na gut. Ich muss meine Sachen erstmal holen bei euch. So. Kannst du dich bitte beim nächsten Mal direkt anziehen? Oh, das ist zu klein für dich. Ja. So, okay. Wir brauchen Zement, Metallbarren und Kristall. Metallbarren haben wir noch nicht genug, aber vielleicht ja bald. Hat Zement, Metallbarren und Kristall. Da hat sie mich runtergeschubst. Wer? Alter! Hä? Jana! Du hast runtergeschubst! Jana! Das kriegst du zurück. Rache ist Blutwurst. Und Blutwurst ist eklig. Was brauche ich jetzt? Zement? Detest mag Blutwurst. Ich auch. Ist echt das Beste. Ich find das auch irgendwie so ein bisschen geil. Ezra, ja. Ich habe mich beim ersten GC-Video überall hingesetzt. Das war die Pointe des Videos. Ich hab so gelacht. Ich so, nee. Du saßt aber nicht auf unseren Stühlen. Nee, saß ich nicht. Die waren mir so unbequem. Die sahen irgendwie so wackelig aus. Waren sie auch. Ich hab meine Sachen wieder.
Caro! Eki, kannst du mal das Ding rauspfeifen? Pfeif! Warum hattest du eigentlich so einen Sicherheitsabstand drauf, Sassi? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wo kriege ich denn Kristalle her und Öl? Öl unter Wasser und Kristall auf den Bergen.